Willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Wir sind hier immer noch in der Eishölle. Ich sag jetzt mal einfach Eishölle. Und wir sind hierher gelangt, weil wir das letzte Mal eins übergezogen bekommen haben, wo jemand Feuer gelegt hat. Ziemlich eigenartig, und ich muss dazu sagen, es hat bis jetzt keine Standbilder gegeben gehabt. Was ich außerordentlich ansprechend finde. Weil mich das einfach nur freut. So. Natürlich erstmal oben drauf gelegt. Ich höre jetzt schon wieder ein Schweinchen, das nach uns ruft. Was? Das hat überlebt. Ich glaube, wir gehen mal hier hoch. Irgendwo, warum kann ich hier überhaupt hoch? Das verstehe ich nicht. Nee, nee, das Ding schießt uns wahrscheinlich da irgendwie hoch. Komm, ist egal. Verdammt, wusste ich's doch. Ich will wieder zurück. Geht nicht! Was denn das? Och Mann. Na gut, okay, dann gehen wir halt hier durch. Wie ihr das haben möchtet. Ist mir auch egal. Lalalala. Ach, da brauche ich bloß reinrennen. Na, sehr schön. Mir auch mal einer sagen können. Wow, war das knapp. So schön. Wir gehen hier lang. Und ganz langsam um der Ecke. Die kleinen hübschen Sternchen. Sternchen. Von wegen ist er nicht Super Mario hier. Ich meine Zähnchen. Wir sind ja hier bei Alice im Wunderland. Im komischen Wunderland, sag ich mal. Ist ja nicht das aus dem Film. Sind wir jetzt? Nee, ich wollte gerade sagen. Sind wir jetzt wieder hier irgendwo gelandet? Ich baller mich hier erstmal so. Und jetzt kommt hier nicht wieder was Großes. Ja, komm ran hier, komm ran. Ich sehe dich. Komm schon. Na komm, wirf doch. Du kannst doch gar nicht. Ah, diesmal war ich doch auf. Yay! Diesmal haben wir es besser gelöst wie beim letzten Mal, muss ich schon sagen. Gut, gut. Hier ist nichts weiter, dann können wir ganz beruhigt voranschreiten. Bombe. Ein Schneckenhaus. Soll das jetzt in die Sonne rein? Mit einem Zähnchen. Oh. Oh. Eine goldene Flasche. Wovon ich eigentlich immer noch nicht weiß, wofür die gut sind. Ja, wo geht's jetzt rein? Da oder da? Ist das ein Geheimgang hier? Wir gehen mal durch. Oh, Alice, ribbel mir das Rätsel auf. Was? Was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemein? Was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemein? Exzellent. Cool, sogar richtig. Oh, was ist das denn?
Ich hoffe, wir haben keinen übersehen gehabt. Weil normalerweise ist das jetzt eigentlich das erste Schneckenhaus überhaupt gewesen, ne? Ja klar, wenn es angezeigt wird. Okay, also wissen wir Bescheid. Solche Schneckenhäuser dürfen wir auch noch suchen. Wenn wir die Zeit dazu haben. Was ist denn das? Oh Gott. Es wird ein weiter Weg. Mit vielleicht ein, zwei Hindernissen. Würde mich zumindest nicht wundern. Jetzt ist die Frage, wo geht's hier hin? Ah, zur Schnauze. Und zu ein paar goldenen Zähnchen sogar. Ja, dann nehmen wir die doch mit. Hey. Och, mit einem Schlüsselloch sogar. Hier ist zwar Boni, das ist ja krass. Oh, mit einer Erinnerung. Hallo. So. Also sag ich zu Dr. Bambi, Dr. Bambi. Ich mein, Modellbau ist ja gut und schön, aber Verschwendung von einer richtig guten Buddel. Da passt Gin für mindestens 3 Pence rein. Aha. Sehr interessant. Mal diese Seife. Was? War was? Nicht tatsächlich bist du. Oh oh. Boah. Das war jetzt so ein bisschen. Und fort. Yay, jetzt hat zum ersten Mal ein kleines Standbild. Warum? Ich war so voller Optimismus. Oh, hier. Ah, hier geht's auch noch rüber. Ich glaube, hier kann ich gar nicht hin, ne? Da tue ich höchstens runterrutschen. Das heißt, wir müssen hier hin. Und warten, warten, warten. Jetzt. Schön. Teilweise kann man es ja sehen, ne? Aber wer schlechte Augen hat, so wie ich, bisschen schwierig. Vor allem, seht ihr mal, schlechte Augen. Eigentlich müsste ich mal meine Brille wieder aufsetzen. Wo geht's denn? Geht's denn? Oh, was warst du denn für ein kleiner Hampelmann? Was? Zähne? Da unten? Oh, nee, oder? Theoretisch könnte ich auch da hoch, ne? Fährt das jetzt... Tatsächlich, das fährt mit mir dahin. Sogar im schnellen Tempo. Und gehen wir mal wieder über ein wenig kleiner. So. Nein! Boah! Mistteil. Kommt's. Oh, hier. Schnell weg, bevor mich das Teil hier noch irgendwie erwischen tut. Muss ja nicht sein. Wo sind wir denn jetzt? Dorthin müssten wir. Ich glaube, ich habe eine Abkürzung genommen. Kann das sein? Naja, nicht wirklich. Tja. Warum? Ey, das kotzt mich gerade an. Da könnte man auch noch hin. Och, da drüben sind Zähnchen. Ja, komm. Wir gehen mal gucken. Kann ich hier runter? Würde theoretisch gehen, ja. Wow. Da war gerade irgendwas, was mir wahrscheinlich nicht so gefällt. Zack, mach auf hier.
Ah, so kommen wir also dahin. Gut zu wissen. Oh. Mal kurz gucken. Hier. So. Ja, Sicherheit geht vor, sag ich da mal. Wir müssen ja nicht unbedingt irgendwo sinnlos runterfallen. Geht's hier hoch? Nee. Was haben wir denn hier hinten noch? Ah ja, hier gibt's dann nichts mehr. Na gut. Wo kommst du ja her? Jetzt müsste mich das Vieh greifen. Nicht? Na gut. Ey! Mist. So, jetzt. Gut. Dann würde ich sagen, auf zum Piratenschiff. Mit den kleinen Fischis. Doch. Hey! Ihr seht so ausgehungert aus. Bin ich schon da? Nee, noch nicht ganz. Wow! Komm an Bord, Alice. Wir sind totgeweiht. Was? Gibt es denn keine Hoffnung? Es gibt unendlich viel Hoffnung. Für uns. Also komm rauf. Verflixte Biester. Die wollen mein Schiff. Ich glaube, sie haben es eher auf dich abgesehen. Niemals. Wir sind beinahe verwandt. Du bist mit Suppe verwandt, Admiral. Ich hab's. Wir verschwinden hier und besuchen die Show vom Zimmermann. Ein echter Straßenfeger. Der Zimmermann meint, dass wir nicht ernst nehmen, kann uns nicht verletzen. Tauch jetzt besser ab, Admiral. Oder die Haie verspeisen uns. Äußerst schön, mal wieder so eine Sequenz zu haben. Vor allem jetzt unter Wasser. Bitte was? Ist doch arschkalt. Boah. Vor allem bei diesen Temperaturen bei uns draußen. Was meide Wrackteile, Kanonenfeuer und Minen? Was? Drücke die linke Maustaste, um Kanonen abzufeuern und die rechte Maustaste, um Wasserbomben zu schießen. Hab ich nicht. Wie mache ich das? Okay, krass. Ah. Sollen wir so viele Punkte wie möglich mitnehmen? Ich bin eigentlich nicht für solche Spiele geeignet, aber gut. Warum nicht? Man kann es ja mal versuchen. Gut ist ja, die Kanonen gehen einfach mal durch. Nein, nicht im Standort. Oh. Das ist die Frage, kommt dann so ein fetter Boss? Ah, okay. Also wir wurden schon immer getroffen. Oh, Hilfe, ey. Also ich glaube, wenn mir YouTube hier jetzt keinen Vorschlag macht, das Video zu verbessern, dann weiß ich auch nicht. Ja, gut, das hätte ich vielleicht lassen können, dann wäre der in die Kränge gefahren. Yay, mitten rein.
9 Leben haben wir immer noch. Das ist schön. Es könnte wahrscheinlich noch schreckhafter werden. Wo bist du denn hergekommen? Nur weil ich ein Leben verloren habe. Kann nicht sein. Frechheit. Oh. Oh, was? Nice. Mir tun alle Knochen weh. Wir sind zu schnell abgetaucht. Mein Schiff ist ein Wrack, genauso wie ich. Ein Admiral geht mit seinem Schiff unter. Ich wusste überhaupt nicht, dass du Seemann bist. Wenn ich mich recht entsinne, warst du doch Bahnhofsvorsteher der Spiegelbahn. Hm, in hohem Bogen bei der Eisenbahn rausgeflogen. Redundant, meinten die Trottel. Nie Urlaub genommen, loyal wie eine Bulldogge. Eine neue Richtung einschlagen, sehr witzig. Wenn ich eine hätte, klingt eher nach Entgleisung, Endstation, Katastrophe. Mein Schiff ist futsch, die alte Eisenbahn ist tot und dieses neue Ding ist ein Monstrum. Was ich nicht weiß, macht mich nicht krank. Mehr sag ich nicht, wir verstehen uns. Themenwechsel. Wir wollen nicht über die Sache mit dem verbotenen Namen sprechen. Wäre schön, mal etwas Brauchbares über diesen neuen Zug zu erfahren. Dir ist es egal, wenn andere leiden. Geh doch zur Raupe mit deinen Fragen und schlauen Bemerkungen. Tut mir leid, Admiral, ehrlich. Bitte, sag mir, was du über den Zug weißt. Sagen wir sind einem verseuchenden Verderben entronnen. Sei froh, hier unten zu sein. Aber ich will nicht entrinnen. Ich will es aufhalten. Ich muss es aufhalten, um mich selbst zu retten. Und auch das Wunderland. Unsinn. Apropos Unsinn. Zeit für Unterhaltung. Die Show muss weitergehen und so. Da wir von Shows reden... Tun wir nicht. Stimmt, egal. Hier ist eine Eintrittskarte für die Show vom Zimmermann. Für dich. Totentanz. Hat ein bisschen was von Reaper's Ult. Aber hübsches Kleid, muss ich sagen. Hat was vom Anglerfisch. Ja. Ich nehme mal an, in die Richtung sollen wir, oder? Da hinten geht's lang auf jeden Fall. Würde ich sagen, wir knüppeln das hier mal weg und gehen durch das Schlüsselloch. Das irritiert vorher jetzt hier hinten. Oh, nee. Aber ist mal was Cooles, wieder ein neues Kleid zu haben. Gauner trug eine groteske Kopfbedeckung spazieren. Hätte ich ein so unschickliches Accessoire, ich würde es verbrennen. Alle Beweise zerstören, seine Existenz verleugnen. Ich lege Wert auf meinen Ruf. Aha, schau dir doch mal deine Dauerwelle an, dann kannst du was verbrennen. Die ist bestimmt auch unecht. Du wirst eine fette Glatze haben. Aha. Ach ja, so. Na gut, der arme Kopf, der... hier rumliegt. Vor allem... die Ohren nach oben gelegt. Alles schwimmt, nur wir laufen auf dem Grund. Sehr schön. Kann ich das abschießen? Würde mich jetzt mal interessieren. Natürlich nicht. Müssen wir da unten hin? Ach, deswegen wahrscheinlich Totentanz, ne? Yay! Boom! So. Gut. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen, machen wir hier Schluss. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Alice Madness Returns wieder. Haut rein. Ciao.